Ich warte auf einen Schützling des gefeierten Offenbacher Rapstars Haftbefehl. Sein Name Sofian. Das hier ist er. Deutschrap Sinatra, ich fick dich nach unten, besuch doch mal Satan, Stricher. Let your face pop back. Dir betont, ich dreh durch. Alle, alle. Ich spreng deine Party, setz dich auf Kalasch und drück ab. Pack. Dein Tag ist gekommen, Zab über Dosschore, verabreicht vom Marok. Ach, ruhig, lass deine Mutter blasen, während dein Vater Fahrkart kontrolliert. Sprachlich gewöhnungsbedürftig und was die nur immer mit den Müttern haben. Wer fickt wen seine Mutter? Ohne andere abzuwerten, geht wohl nichts in diesem Milieu. Wladimir. Servus. Sofian. Sofian. Alles klar. Wladimir. Na endlich, Mensch. Das akademische Viertel zu spät. Sofian ist halt Student, Informatiker. Ein gebürtiger Offenbacher mit marokkanischen Wurzeln. 19 Jahre alt, etwas älter als mein Sohn. Super. Perfekt. Mit Haftbefehl rappt Sofian über eine Kalaschnikow. Nur eine Pose zur Gewinnung von, wie sagt man, Street Credibility? Der Glaubwürdigkeit auf der Straße? Oder ist das hier etwa Alltag? Sofian, ich bin erst seit 2 Tagen in dieser Stadt, aber ich halte Offenbach, ehrlich gesagt, für sehr niedlich und süß. Süß? Ist das eine gefährliche Stadt? Ich würde sagen, wenn Sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort in Offenbach sind, dann kann schon eklig ausgehen. Lass uns duzen, Wladimir. Perfekt, Sofian. Zum Rappen ist Sofian eher zufällig gekommen. Haftbefehl hat ihn entdeckt und in seinen Proberaum eingeladen. So richtig harte Worte für die fetten Beats lernt man aber nur, liebe Olga, wenn man weiß, wo die Homies chillen. Die Kids erobern sich Orte fernab des Kommerzes, zum Beispiel dieses Parkhaus. Die Jungs hier kommen hier runter. Zum Chillen. Ihre 2, 3 Jackie-Dosen, brauchen ein paar Joints, chillen ein bisschen. Aber hören die dann Musik mindestens? Ja, ja, Musik sowieso. Übers Handy, kleine Boxen dabei. Ja. Warte, ich hatte einige Fragen hier zu dem Text. Du schreibst zum Beispiel, wo ich lebe, da willst du nicht wohnen, Gras im Treppenhaus, Chabo macht Fluss. Chabo macht Fluss. Chabo? Ja. Wie ist Chabo? Chabo auf Rumänisch, Junge. Ach so. Das ist ein Umgangswort für Junge. Also, ja. Also, verstanden. Junge macht Fluss, Junge ja, macht Geld. Alles klar. Ach so! Ja. Also, das habe ich ganz anders verstanden. Jetzt verstehe ich. Ach Mensch, man muss einfach reden, man genau, kann alles genau, verstehen. Genau. Oh Gott. An einer anderen Stelle schreibst du: Ich brech dir alles, merk dir das, du Nutensohn. Ist das gut und aggressiv? Nein, das ist ein Diss-Song. Das ist ein Song zielgerichtet gegen eine andere Person. Eine konkrete Person? Ja, das ist ein konkreter Diss-Track. Was ist ein Diss-Track? Also Diss-Track ist Rap-Beef, Rap-Streit. Ist eine direkte Ansage an diese Person. Ja. Auf Musikebene, bevor ich dort hingehe und ihm die Zähne direkt einschlage. Wissen Sie? Das ist quasi der Ersatz für eine Gewalttat. Genau. Ja. So könnte man es sagen. Verstehe. Fick die Bullen, wenn das Blut in den Adern kocht. Zerfleisch ihn. Das ist aber nicht aus meiner Stadt. Nee? Man müsste die Zeile, die davor. Schauen Sie mal, so, guck mal, das ist immer, was ich meine, wenn Leute Texte analysieren. Sie holen sich eine Zeile von irgendwo. Ich brauche die Zeile, die davor ist. Ja, und ich brauch den Song, ja, das umrum. Wissen Sie, ja, dass der Zusammenhang kommt. So hat es so natürlich keine Aussage. Fick die Bullen. Das kann Hauptschüler sagen, fick die Bullen. Diese Passage, wo ich lebe, da willst du nicht wohnen. Ja. Gras im Treppenhaus, Chabo macht Fluss. Die erste Zeile, wo ich lebe, da willst du nicht wohnen, die ist direkt darauf aufgebaut, dass ich danach sage, Gras im Treppenhaus. Dann würden Leute sagen, du verherrlichst Drogen damit. Du möchtest damit sagen, ja, dass es gut ist. Nein, ich gebe den wichtigsten Punkt, ist in der ersten Zeile, wo ich lebe, da willst du nicht wohnen. Vielleicht will ich da auch nicht wohnen. Aber das lasse ich im Raum, zum großen Fragezeichen. Ja, ach doch, Offenbach finde ich schon eine schöne Gegend. Ist okay. Ja, da fehlen mir nun fast meine Worte, nachdem ich so viele neue lernte. In Sofians Proberaum lausche ich noch seinen Raps. Sein Debütalbum ist fast fertig, seine Musik typisch Offenbach. Er mixt virtuos marokkanisches Französisch mit Deutsch.
Asta Greta, Pausen, Range Rover, geht in der Gib Gas, Lexen, Dose, locker 3 Liter Jack und ne Tüte mit 5 Gramm Gras in der Hand. Schnapp macht das, lag Digga. Schnapp macht das, lag Digga. Musik bringt Day-Days, wo viel Kohle, keine Sorgen, die besorgt morgen die Dose. Sag ich, dreht ab auf deinem Fahrrad. 100 Gramm, miese Nacki, easy. Mann, Fluss auf der Straße, Augenmaß ohne Waage. Bring es an den Mann, Arbia Kuka, Scarface Click, Tony Sosa, Scarface Click, Tony Sosa, Scarface Click, Tony Sosa, Scarface Click, Tony Sosa, Scarface Click, Tony Sosa. Was hält dein Vater von deiner Kunst? Also mein Vater ist gar nicht, nee, auf gar keinen Fall begeistert davon, doch er respektiert, was ich mache, er toleriert, was ich mache. Er hat mir auch so anfangs davon abgeraten, so gesagt. Du brauchst das Ganze doch gar nicht. Wir haben ein gutes Familienhaus, uns geht allen gut. Kühlschrank ist immer voll. Dazu bin ich noch Student. Alle Möglichkeiten sind offen, man müsste keine Rapmusik machen, um eine Perspektive, zu finden. Es ist ja ganz oft, dass die Leute gar keine Perspektive haben. Und dann kommt dieses Glück, Plattenvertrag, boah, ich kann jetzt was endlich machen aus meinem Leben. So ist ja nicht. Ich kann immer was aus meinem Leben machen, aber das gibt mir nochmal die Möglichkeit, noch mehr aus meinem Leben zu machen. Mein Vater sagt, du bist jung und solange du jung bist, hab deinen Spaß. Doch genau das fall nicht auf die Fresse. Pass mal auf, mein Sohn. Immer gerade bleiben. Mensch, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Vorhaben. Ich ihn auch. Dabei haben wir uns doch zwischenzeitlich geduzt. Naja.